Ja, hallo, willkommen zurück zu Prison Break, einem Spiel, was ich liebe und hasse, wo ich mich aufrege und es aber auch trotzdem deswegen liebe. Welcome back to Jail in Prison Break und yes, I like the game. Ja. Okay, ja, ich bin jetzt der Arsch der Nation und hab jetzt, ich schließe am letzten Part übrigens an. Wer den noch nicht gesehen hat, klickt zurück und schaut mal rein. Denn ich bin aufgeflogen als Bulle und ja. Anybody knows I'm a cop und das ist nicht gut. Und deswegen würde ich sagen, meine Karte oder das Diktiergerät, was ich habe, ist hier durchgeflogen nach dem Kampf, was heißt Kampf, nachdem ich mich wehren musste. Obwohl, ich glaube, ich muss mich nicht mehr so ducken. Ich glaube, da springen jetzt einige irgendwo aus den Ecken hervor. Ja. Oh Mann, ich hau einfach zu. Ich habe vergessen, wie die Deckung geht. Ja. Ach, Überwurf, geil. Okay, jetzt kommt wirklich jeder Arsch aus der Ritze. Ritze? Nein, das war jetzt komisch. Ich bin auf alles gefasst. Aber ich bin gespannt, wie es endet, ob ich jetzt irgendwo. Hat das einen Sinn, wenn ich das drehe? Okay. Ich habe am Rad gedreht. Kann ich hier drüber springen? Nein, kann ich nicht. Wahrscheinlich kriege ich wieder auf die Fresse. Muss ich mal schauen. Das war ducken. Schlagen. Schlagen, schlagen. Ich weiß nicht mehr, wie Deckung. Gab es überhaupt eine Art Deckung? Keine Ahnung. Oh, steh auf, du Besser. Steh noch mal auf, ich will dir einen Move verpassen. Bäh. Wieder der Fettsack, den man kaum so erwischt. Entweder ist er zu fett oder zu rund. Obwohl, das ist eigentlich dasselbe. Nein, 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 nein. Mein Freund. Den treffe ich echt wirklich nicht so gut. So, es ist wohl mal gut, jetzt war's das. Okay. Es spitzt sich irgendwas zu. Ja, wir sind bei Kapitel 6 übrigens. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie, weil ich sehe gerade, kommt eine Art FBI-Agent oder was weiß ich oder irgendwie Captain geschickt. Bellick, wer will das wissen? Ich bin Agent Richardson und das hier ist Agent Bates, Gefängnisbehörde. Und was kann ich für euch tun? Wir hatten mehrere Schadensmeldungen von Fox River. Probleme mit der Elektrik, undichte Wasserleitung und so weiter. Wir sind hier, um die Anlage zu überprüfen und herauszufinden, ob die Infrastruktur sabotiert wurde. Wir brauchen uneingeschränkten Zugang. Und zwar sofort. Das ist absolut unnötig. Ich habe den Laden hier fest im Griff. Dann müssen Sie sich ja keine Sorgen machen, oder, Captain? Was wollen die Men in Black jetzt hier eigentlich? Okay. Agent Paxton, ich komme von der Company. Agent Richardson. Unsere Vorgesetzten werden immer ungeduldiger. Sie waren jetzt lange genug in Fox River, um Lincoln Burrows zu töten, doch er ist immer noch am Leben.
Wo liegt das Problem? Burroughs zu töten? Das ist nicht mein Auftrag. Haben Sie gedacht, wir schicken Sie herein, um neue Freunde zu finden? Turk sollte Ihnen helfen, doch er hat's total vermasselt und musste dran glauben. Erledigen Sie Ihren Job, Paxton. Töten Sie Lincoln Burroughs und Sie können hier verschwinden. Andernfalls verlassen Sie das Gebäude in einer hübschen Kiste. Wow, tja, ist ja geil. Jetzt bin ich echt auf mich gestellt. Oh nein. Heilige Scheiße, das ist der Fuzzi. Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Bleiben Sie bei mir, John. Ich will, dass Sie bei mir bleiben. Es wird alles gut. Sie müssen nur schön weiter atmen. Atmen. Für mich. Bleiben Sie bei mir. Oh, ich glaube, das waren die Men in Black. Alles hat sich geändert. Die Company will Burroughs tot sehen, doch Mannix hat mir gesagt, ich soll ihn am Leben lassen. Es war von Anfang an eine Falle. Dann hat der Turk reingeschickt, um mich umzubringen. Aber warum? Ich weiß, dass er Dreck am Stecken hat, doch in diesem Geschäft hat jeder Dreck am Stecken. Vermutlich kann ich das nur aufklären, wenn ich den Auftrag ausführe und hier rauskomme. Dann stelle ich Mannix zur Rede. Raus aus den Federn, Drecksack. Du hast Besuch vom FBI. Was? FBI, ja, ich hatte zwar eine Ahnung, aber ich glaube kaum, dass die Typen vorher vom FBI waren. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Ja, jetzt läuft alles etwas aus dem Ruder, also die ganze Geschichte. Ich sollte doch eigentlich von Anfang an jemand überwachen, also niemand umbringen. Nein, das ist Quatsch. Spielst du Spielchen, Paxton? Ich doch nicht, Boss. Und jetzt verzieh dich. Ich warte draußen, Agent. Hallo, Tom. Burroughs? Aldo, was zum Teufel machst du hier? Es sind meine Jungs, Michael und Link. Die Company ist hinter ihnen her, um mich aus meinem Versteck zu jagen. Du wusstest, was du riskierst, wenn du die Company verlässt. Ich dachte, ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, nicht ihres. Du bist der Einzige, der sie retten kann, Tom. Ich soll Link umbringen und nicht sein Leben retten. Tue ich das nicht, unterschreibe ich mein Todesurteil. Das ist bereits unterschrieben. Was? Du kommst hier nicht lebend raus. Die Company schickt Mannix, um Lincoln zu töten. Danach bist du überflüssig und du weißt, was das heißt. Deshalb bitte ich dich um Hilfe. Michael und Link wollen ausbrechen. Du hilfst ihnen und sie helfen dir. Und dann was? Wenn die Company meinen Kopf will, bin ich außerhalb der Mauern auch nicht sicherer. Da draußen, das wirst nicht mehr du sein. Ich lösche alle deine Company-Akten. Es wird sein, als hättest du nie existiert. Du wärst ein freier Mann. Okay, ich mach's. Ich brauche die Gefängnisbaupläne und jetzt ist die beste Chance dazu. Hilf mir, durch die Decke zu klettern und deck mich, solange ich weg bin. Oh ja, es geht wieder los. Okay, Leute, es ist wieder Zeit. Zeit für Klettereien und Quicktime-Events. Ich freue mich so, ja, schon etwas drauf. Okay, das war jetzt hier drüben, jetzt bin ich ja hier. Kann ich in den Schrank? Nein. Das bedeutet, ich habe keine Chance irgendwo. Scheint, hier ist niemand. Ich gehe mal durch. Ah. Doch, hier ist jemand. Och Mann, jetzt geht das. Jetzt geht die Scheiße. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf da wohl nicht Spaß sein. Hinten lang abkürzen, das glaube ich kaum. Wer kommt denn hier immer gelaufen? Läuft jetzt jemand? Wo ist die Kamera überhaupt? Ah, die ist hier.
Nein. Wo ist diese Dreckskamera? Ah, die ist hier. Kann ich die nicht wegklicken? Ich gehe hier rein. Hier ist einer von den Typen, der herumläuft. Ich kann aber nicht nach unten schauen, weil das lässt das ganze Ding nicht zu. Ich sehe es aber im... Ich wollte gerade sagen, im Navi. Läuft der wirklich nur vor und zurück? Weil ich wäre blöd, wenn ich jetzt so stehen bleibe. Wenn der mich hier nicht sieht, dann ist alles in Ordnung. Oh, hinten sind Schränke, da hätte ich mich können verstecken. Ich Trottel. Oh nein, ey. So blöd kann nur ich sein. Boah! Stillschweigen! Nichts wie hoch, ich habe schon wieder eine Taschenlampe gesehen. Oder sind das jetzt etwa... Ach du Scheißdreck! Oh Mann! Wo leuchten die hin? Ach du liebe Scheiße! Oh nein! Nein, nein! Nein! Warum soll ich denn hier hoch, wenn ich hier unten... No, no, fuck, fuck, fuck. Fuck you all. Das gibt's doch wohl nicht. Ah, ey, Mann. Ich werde hier einige Mal versagen. Das sehe ich jetzt schon vor mir. In meinem geistigen Auge. Probier mal was aus. Das sind ja Scheinwerfer, die von hier hinten kommen, ja? Also dürfen die mich eigentlich von hier... Ja, zumindest wenn ich hier oben stehen bleibe, nicht erkennen... Aber wenn die dort leuchten... Ja. Aber wo soll ich hier oben? Ach du. Oh Mann, da ist ein Riesenscheinwerfer. Ah.
das hier vorne? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss alles auspacken, alle mögliche Fäkalsprache. Hier vorne komme ich nicht runter. Wieso? Doch, ich komme hier durch. Das ist scheiße, Orwell. Kannst du es besser? Klingt, als würdest du eine Katze erwürgen. Ich hatte 10 Jahre lang Unterricht. Es kommt schon wieder. Genau wie Fahrradfahren. Ja, über eine Katze drüber vielleicht. Was weißt du denn schon über Musik? Genug, um zu erkennen, was scheiße ist. Okay, dann frage ich dich mal was. Ihr seid scheiße, egal was ihr erzählt. Das ist leicht. Ein Sextett bedeutet eine Menge Mädels im Bett. Und ein Oktett sind so viele, dass selbst ich Schwierigkeiten kriege. Okay, Maestro, dann komm rüber und lass mal was hören. Oh, wow. What the? Geht klar. Wofür sind denn diese ganzen verdammten Knöpfe? Ich dachte, dieses Ding wäre wie ein Klavier. Beethoven dreht sich gerade im Grab um. Beethoven kann rein gar nichts hören, du Idiot. Er ist tot. Oh nein, oh nein, oh nein! Mann, klang das jetzt schwul. Das ist scheiße, Orwell. Das war scheiße, ja. Das war würdest du eine Katze erwürgen. Ich hatte 10 Jahre lang Unterricht. Es kommt schon wieder. Genau wie Fahrradfahren. Ja, über eine Katze drüber vielleicht. Was weißt du denn schon über Musik? Genug, um zu erkennen, was scheiße ist. Okay, dann frage ich dich mal was. Was ist der Unterschied zwischen einem Sextett und einem Oktett? Das ist leicht. Boah, ey, alter Schwede. Jetzt ist wieder einiges angesagt. Ah, ich bleib hier auf dem Klo. Ich bleib einfach hier und das lasse ich jetzt. Ich mach jetzt gar nichts mehr. Ich muss hier rüber. Also muss ich mit Sicherheit aufs hier lang. Ist hier jemand? Darf ich in diesen Schränken, darf ich da rein? Oder ist jetzt, wenn ich jetzt die Tür aufmache, irgendwie... Moment, ich muss mal schauen. Ja, ich weiß, wo ich lang muss. Aber... Du hast im Archiv das Licht angelassen. Quatsch. Naja, jedenfalls ist es jetzt an. Oh warte, Mann, ich komme Mann, rauf. Oh Mann, oh ich Mann. Ich muss aufs Klo. Bitte nicht. Okay, aber beeil dich. Ich will da mal nachsehen. Bitte nicht. Lass mich bitte in Ruhe. Das fällt dir nimmer ein, wenn ich... Ja, wenn ich was knacken will. Will mal nachsehen auf dem Radar. Auf dem Radar ist er ja zu sehen. Okay, also versuche ich jetzt mal.
Ha, toll. Ich konnte mich verstecken. Ja, was jetzt, Meister? Was ist jetzt? Scheiß dein Kollege so lang. Oh Mann, oh Mann, ey. Ja, ich will da mal nachsehen. Natürlich, ich stelle mich mal hin und lese Zeitung. Ich glaube, ich muss erst mal kurz einen Schluck von meinem Bier nehmen, als ich hier stehen habe. Prost, Leute. Es ist bald Weihnachten und deswegen muss ich das tun. Nach unten. Wie jetzt? Ah, la 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 la. Dann muss ich natürlich wieder aufpassen, dass mich vielleicht der andere Kollege nicht hört, wenn ich mit dem Schrauben zu laut bin. Geht gleich wieder in den Schrank. Verdammt, Orwell. Hör auf mit dem Scheiß. Ich gehe wieder in den Schrank. Ich nicht. Das Licht ist von alleine ausgegangen. Und ich bin der Kaiser von China. Mach sie einfach wieder nichts. An, ja? Ich bin ja noch nicht fertig. Übrigens war kein Bier gerade, es war Limonade. Warum steht hier nach unten? Also muss ich wieder nach draußen und dann hier rum, oder? Oh, jetzt kommt der genau dann, wenn ich hier was... Wenn ich hier rausgehe, kommt natürlich der Kunde genau geschissen. Und duck dich verdammt nochmal. Ducke dich. Da ist es. Krass. Krass. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war's, das war's. Nein. Bleib oben, kontrollier oben die Scheiße, was du kontrollieren wolltest. Ich glaube, die... Kamera konnte ich doch irgendwie. Oh. Oh meine Güte. Moment, ich muss. Ich musste gerade niesen, deswegen habe ich pausiert, also. Was ist hier? Boah, Entschuldigung. Oh, irgendwas hat mich, ich habe mich irgendwo angesteckt, keine Ahnung. Ah, ich muss. Jetzt muss ich mal überlegen. Ach nein, ich habe ja das Radar und dann sehe ich ja, wo der lang läuft. Oh. Krass.
richtig krass. Ich muss hier, ja, ist schon klar. Kann ich mich hier verstecken? Ah, das ist wieder so eine blöde Kamera und hier oben leuchtet was. Da hinten kommt jemand. Nein, nein, das ist ja... Das ist doch nur eine Lampe. Lampe. So, jetzt muss ich echt wieder beobachten. Ich muss nach oben. Ja. Schade, dass ich hier wirklich niemand umkloppen kann. Oh, jetzt bin ich wirklich auf mich gestellt. Alle sind gegen mich. Hier oben sah es gelb aus, aber da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Ah, dort ist die Leiter. Eine Leiter! Leute. Ah, nein. Nein, da war ich doch schon. Ach nein, wie dumm. Geht's ja nicht rein. Weil wenn ich jetzt hier hoch mache, dann mache ich ja wieder zurück. Und das ist ja wohl ein riesen Unsinn, den ich dann machen würde. Warum ist das dort vorne gelb? Okay, ich lasse ihn erstmal ableuchten hier. Mann, ey. So eine Konzentration muss man hier haben. Das ist doch der Wahnsinn. So. Läuft er bloß vor und zurück? Weil dann weiß ich nicht, wo ich lang muss. Oh. Ach, so einfach war das. Oh Mann, ey. Ich bin so dumm unterwegs. So, jetzt wieder achten. Was macht der Typ? Oh Mann, nein. Nein. Bleib unten, bitte. Nein, der kommt hoch. Gott sei Dank, schnell. Die Zeit ist um, Agent. Hallo? Moment, Captain. Noch eine Minute. Och. Um was ging es jetzt überhaupt? Ach so, ich habe die Pläne, irgendwelche Pläne besorgt. Ich vergesse immer, wenn ich so lange unterwegs bin. Und so, och Mann, ich liebe zwar solche Spiele, die so sind. Hast du sie? Ja, und wir haben einen Deal, oder? Ich helfe deinen Jungs und du zerstörst meine Company-Akten. Verlass dich drauf.
Es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen. Zurück in deine Zelle, Paxton. Geil, geil, geil. Wir sind bei Kapitel 7. Das tue ich kurz anfangen und ja, damit ich einen Überblick habe, wo es als nächstes hingeht. Natürlich die Pläne, ja. Ich will ja nicht ausbrechen, ich bin ja eingebrochen, um was rauszufinden. Die Flucht beginnt in Schofields Zelle und verläuft durch die Kanalisation. Ich muss in seine Zelle, um rauszufinden, wie er rauskommen will. Und ich muss eine Wärteruniform in der Kanalisation verstecken. Ich weiß nicht, was diese Typen vorhaben, aber bei einer Verbrecherjagd kann es nicht schaden, eine Uniform zu tragen. Wir haben ein Problem. Schofield ist in der Klapsmühle. Panikmache ist das Letzte, was wir jetzt brauchen können. Oh, die große Panik kommt erst noch. Geary versteigert seine Zelle. Wenn die Zelle futsch ist, ist auch unser Weg nach draußen futsch. Das wird teuer. Wo sollen wir das Geld herkriegen? Ich besorge die Uniform später. Schofield ist im Irrenhaus und ich muss seine Zelle kriegen. Jetzt heißt es, auf zu Officer Geary. Okay, mit diesen Worten, dort vorne steht er, beende ich den Part und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Diesmal habe ich mich nicht ganz so aufgeregt. Das hätte ja auch schlimmer kommen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und ihr habt mir gerne zugehört, wie ich das Ganze hier meistere und schaffe. Also eigentlich ganz gut, bis auf ein paar kleine Patzer, die passieren halt. So ist das eben. Ich meine, man kann ja nicht alles perfekt schaffen. Und ja, hat mich wie immer gefreut. Und nicht vergessen, ja, Leute, wenn ihr zum ersten Mal hier reinschaut in meinen Kanal, nicht vergessen, schaut mal auf das Männchen, auf diesen runden Kreis, wo dieser kleine Avatar dasteht. Der wartet drauf, dass ihr meinen Kanal untersucht und ihn den abonniert. Würde mich sehr freuen. Und einen Daumen nach oben könnt ihr mir gerne da lassen. Das würde mich auch sehr freuen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Part hier bei Prison Break. Ja, ich bin weg und ciao.